Wir spielen jetzt schon eine Weile zusammen. Ich habe mich gefragt, sind wir Freunde? Also so eine Freundschaft braucht ein bisschen mehr als dieses Menüdame, die mir immer ein paar blöde Sprüche in den Kopf wirft. Freundschaft braucht leider ein bisschen mehr. Tut mir leid. Ich hoffe, dich nicht zu enttäuschen. Jetzt sind wir eingeschnappt, wenn ich Nein sage. Aber oh, ja. Verstehe. Kein Problem. Jetzt ist es so traurig. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Weißt du schon, was du machen willst in Kanada? Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich war ja noch nie frei. Frei. Mir gefällt, wie das klingt. Aber ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Ja, klar. Ja, natürlich. Das ist ein Androide. Sie ist ein liebes kleines Mädchen. Ich meine, ich kenne sie nicht viele Mädchen, aber... Wird. Das ist so offensichtlich. Sie ist etwas Besonderes. So offensichtlich ist ein Android. Androiden. Oh oh. Körper beschützen. Alles beschützen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Keine Angst. Wir sind wie ihr. What the fuck? Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so kommt. Komm schon, Kara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Was soll schon schief gehen? Acht gelesen haben wir schon. Lass uns gehen. Ich würde es ja mal ausnahmsweise schon. So abwechselnd. Sei unser Gast! Reaktiviere das Karussell. Muss ja nicht immer alles scheiße sein. Ich kann jetzt auch mal zur Abwechslung toll werden. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Das ist auch irgendwie sehr berühmt, die ausrangierten Freizeitparkroboter, die jetzt versuchen. Zu
sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Ach, das war gut, das war gut für Cora und Alice, dass so jemand was bisschen entspannteres. Na gut, das war ein bisschen aufregend jetzt hier mit den Androiden, die da einbrachen. Aber die müssten die hin, ob die hin oder einmal klopfen können oder so. Ich meine, das ist ja auch. Uff. Ich weiß nicht. Highway zur Hilfe? Okay. Ach, das hieß wahrscheinlich im Original Highway to Help. Da kommt es besser drüber rüber. Das Highway zur Hilfe. Highway to Help ist nicht schlecht. Das ist kein schlechtes Wortspiel. Aber Highway zur Hilfe, naja. Dürfen wir reden, wenn wir wahrscheinlich Alice noch reden können und noch was anderes machen können. Auto hat eine Panne. Autopanne untersuchen, Umgebung scannen. In der Höhle des Piraten. Ivan einschalten. Gebäude überprüfen. Hätten noch zwei weitere Sachen machen können. Habe ich leider übersehen. Verlassene Kneipe untersuchen. Kneipe betreten. In der Kneipe. Aus Yoba lesen, Luffer macht ein Feuer, Androidenband lesen, das Fenster sehen. Noch drei Sachen übersehen. Bett für Alice herrichten, Alice sieht sich das Poster an, mit Alice reden, Alice geht ins Bett, Alice eine Geschichte erzählen, Tasche öffnen, und Waffe sehen, Claude bemerkt die Waffe. Okay, die Waffe nicht gesehen, hätten hier passieren können. Im Luffer reden. Schatten greifen an. Das beschützen Frage. Warnschuss hätten wir auch machen können. Wahrscheinlich für die Waffe hätten wir hier nehmen können. Nein, dann wäre es hier noch ganz kritisch geendet. Angriffe gegen sich jetzt Jerrys zu erkennen. Ja, yes. Wäre hier alles auf das Leben hinausgelaufen. Wieder draußen zum Karussell gehen, Karussell entscheiden, lässt uns Karussell setzen. Die Gruppe genoss einen stillen gemeinsamen Moment. Ja, das ist wieder sowas ziemlich Lineares. Das musste darauf hinauslaufen. Schön, tolles Kapitel. November 2038. Wir sind bei Connor und Hank. Mission ist nachgesprochen mit Hank. Ja, zu dem Hochter. Hier können wir lesen. Centurion. Was ist mit dem Mann des Jahrhunderts geschehen? Der mysteriöse Meister Kamsky. Politiker im Fokus sind Senatoren wirklich so korrupt. Erdbeben in China tut 10.000 Menschen. Ja, das gebe ich mal.
Mägde rechnen mit Krieg. Okay, wir werden natürlich nicht abhauen. Hallo Hank. Wie geht's dann so? Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Warum wollen Sie sich unbedingt umbringen? Manche Dinge kann ich nicht vergessen. Egal was ich tue, sie sind immer da. Sie fressen mich auf. Und ich bin zu feige, um abzudrücken, also bringe ich mich jeden Tag ein bisschen um. Das ist für dich ganz schön schwer zu schlucken, Connor, was? Mit Rational kommst du da nicht weiter. Nö, verstehe ich leider sehr gut. Hatte ich auch schon. Wann früher? Also jetzt nicht besoffen, habe ich mich jetzt nicht, aber... Sie sagten... Ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher eben. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Ich würde mit ihm noch über das Foto reden. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Hm. Sie schienen sich zu lieben. Sie können Emotionen simulieren. Aber es sind Maschinen. Und Maschinen fühlen überhaupt nichts. Was ist mit dir, Connor? Nein, er fühlt nichts. Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Eine Maschine. Ich bin, was immer Sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Hast du was gefühlt, als das Mädchen sich umbrachte, Connor? Oder nein, ist es dir einfach nur scheißegal gewesen? Natürlich habe ich nichts gefühlt, Lieutenant. Ich bin eine Maschine. Und Maschinen haben keine Emotionen. Aber hast du Angst zu sterben, Connor? Sie sollten das nicht tun, Lieutenant.
Mich zu zerstören würde den Fortgang der Untersuchung gefährden und sich negativ auf ihre persönliche Situation auswirken. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Er kommt wieder zurück. Androidenhimmel? Wo kommt Ihre ganze Wut her, Lieutenant? Ein ungelöstes Trauma von früher? Du hältst dich für so verdammt schlau. Immer einen Schritt voraus, hä? Huh? Dann sag mal, Klugscheißer. Woher weiß ich, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Ich könnte jetzt... Oh! Rip Connor Nummer 2. Keiner kam bisher zuverlässig wieder. Ist der einzige, der wahrscheinlich scheinbar nicht stirbt. Der wiederkommt und wiederkommt und wiederkommt. Nur eine Maschine. Ja, ich habe mal Todesding, aber das macht mir bei Connor, ich weiß nicht. Die haben wir schon mal verloren. Das war am Ambassador Bridge. Auto verlassen, mit Hank sprechen. Mr. Wiskamps gelesen. Märkte rechnen mit Krieg lesen. Muss Schulett erörtern, R9 erörtern. Jetzt hätten wir mal das Foto machen können, aber es wäre fast für Connor zu persönlich gewesen. Hank zieht eine Waffe und logisch bleiben. Hank ist feindselig, Hank hat Connor erschossen. Es ist, ja, logisch bleiben und ich wollte den so spielen. Und wenn das jetzt das Ende ist, dass Connor tot ist, was ich gar nicht glaube, der kommt ein neuer Connor. Ja, das ist der kalte Roboter. Connor halt. Zur Tat. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? In der Revolution. Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Alles bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Klang in den 47. Stock.
Rezeption soll ich gehen? Okay. Geschäfts- und Mediencenter. Na komm. Das ganze Störung bist du. Hallo, Sir. Was kann ich tun? Es ist alles okay. Danke. Die menschliche Wache abnehmen. Smartwatch. Emily Wilson. Elisabeth Wilson. Ist dann ihre Tochter. Parkausweis. Den können wir gebrauchen. Wohnadresse Michigan Street 4685. Brandschutz niedrig. Aha. Elizabeth Wilson, hallo. Marktplatz, Schule, Feuerwehr. Hier ist die St. Rose Schule, Ma'am. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Das ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abholen. Oh nein. Okay. Ich bin gleich da. Fantastisch. Da müssen wir nicht mit dem Feuer drum oder so. Okay, nun. Also zum Zugang bitten. Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Danke. Aha. Hier kommen wir durch. Ich hoffe, die verrät uns nicht. Okay, da spielt ein Orchester. Express Elevator. Da ist so andere Wege. Den Serverraum für das Paket in der Lerntoilette. New Archive. Wir wissen immer noch, wo ich bin. Das blöde Schild weiß immer, wo ich bin. Das ist die Herrentoilette. Wahrscheinlich. Wird ein Vortrag gehalten. Wir bleiben mal vorsichtig. Okay, die Tür ist noch offen. Was machen wir hier? Ich wusste nicht, dass Androiden aufs Klosett müssen.
Ach, das Paketton, ich vergaß. Was war denn nochmal drin im Paket? Ah. Ein Angestelltenuniform. Den Wartungsantrieben. Ne, sind wir doch schon vorbei. Hier wäre einer. Hier haben wir schon einen gesehen. Wo ist der hin? Du siehst fertig aus. Wieder überstanden? Weißt du, was ich brauche? Wir können was lesen. Ein Kaffee. Android GI. Verteidigungsministerium bestellt 550.000. Androiden-Truppen. Präsidentin Bowen, eine Frau in Nöten. Nix. Da ist doch einer. Können wir ihn gerade mal ablösen? Ich brauche deine Hilfe. So, deine ganzen Menschen hier. Dass das nicht auffliegt. Na, den hier. Ach, in den Notausgang. War irgendwo ganz am Ende. Und ganz am Anfang. Und da haben wir einen Notausgang. Es gibt keine Jobs, aber wir schicken Raketen ins All. Ich meine echt. Vernunft. Okay, wo nehmen wir den Sender? Mist! Wir brauchen Zugang zum Serverraum. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Nöcke die Wache weg. Hey, spielst du noch Poker? Machen wir ein kleines Turnier. Ein bisschen Randale machen. Ja, klar.
dieses Ding! Verflucht dieses Scheißding! So, schnell rein hier. Tasche mitgenommen. Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen.